Sitz übernehmen. In der Nähe ist ein Sprungloch, das uns ganz nah an unser Ziel bringt. Was ist das Ziel? Ein neuer Spezialsatellit, den die Marine vor kurzem abgesetzt hat. Laut unseren Quellen soll er getarnte Schiffe entdecken. Wie die Osiris. Wenn wir den Satelliten ausschalten, könnten Aurelion und die Osiris unbemerkt in diesem System operieren. Okay. Sind wir eigentlich dabei? Oh! Wir nähern uns dem Sprungloch. Trend nach ihnen. Andocken. Und dann docken wir mal wieder in ein Sprungloch an. Und ich habe gerade festgestellt, das System haben wir schon mal besucht. Schon länger her, muss ich sagen. Und durch da. Oh, die Satellitenanlage ist ganz in der Nähe. Ich lade Ihnen jetzt die Koordinaten hoch. Sie fliegen voraus, Trent. Und ich darf schon wieder vorausfliegen. Anfliegen. Und dieses System ist uns eindeutig... Hä? Waren wir nicht gerade eben irgendwo hier, in den Badlands? Mein Scanner ortet den Satelliten. Ich orte keine Schiffe. Könnte eine Falle sein. Juni, ich erfasse mehrere Waffenplattformen dicht bei dem Satelliten. Bestätigt. Pusten wir dieses Ding schnell weg. Okay. Da sind Marinejäger auf Abfangkurs. Wir müssen diese Burschen aufhalten. Oh, was nun? Waffenplattform oder Marinejäger? Waffenplattform? Ihr könnt euch doch mal entscheiden. Also ich mache jetzt mal die Waffenplattform. Der Bandit setzt sich in die Tanne. Falls es euch stört. Ein Gegner hat mich erfasst. Ich hab Sichtkontakt. Gut, dass ich davor mich nochmal eingedeckt habe. Mich verpasst, glaub mir. Du bist nur eine kleine Waffe. Hilfe! Ich bin gleich tot. Das ist erstmal passiert. So, Sicherung laden. Okay, dann machen wir eben nicht als erstes die Waffenplattform nieder. Mein Gottes Willen, wo muss ich denn überall lang fliegen? Die Satellitenanlage ist ganz in der Nähe. Ich lade Ihnen jetzt die Koordinaten hoch. Ich spiele nicht mit Sie fliegen voraus, Trent. Sag mir mal lieber, wo ich lang fliegen, wo ich lang soll. Ach, da ist der Wegpunkt. Einsatzweg. So, hinfliegen. Dann mache ich eben als erstes die Jägerpläne. Mein Gott! Ist mir doch wurscht. Den Satelliten. Ja, ich weiß. Ich orte keine Schiffe. Könnte eine Falle sein. Nee, das ist Juni, ich erfasse mehrere Waffenplattformen dicht bei dem Satelliten. Ja. Bestätigt. Pusten wir dieses Ding schnell weg. Waffenplattformen sind auch... Da sind Marinejäger auf Abfangkurs. Wir müssen diese Burschen aufhalten. Ja, die werden jetzt aufgehalten. So, da fliege ich jetzt mal genau drauf zu. Auf Marine Mark. Du bist mein Ziel. Das ist mein erstes Opfer. Ja, der Wegpunkt ist mir jetzt egal. Ja. Bin im Feuergefecht. Ja, das ist auch richtig so. Ich habe ein Rheinlandschiff am Weg. Ich habe in das Spiel gesagt, dass ich zu rabiat komme. Ich hab dich im Visier. Hallo? Hallo? Ich hab das gerade ein Visier gehabt. Ich hab einen Banditen vor mir. Ich glaub's. Hab Schaden genommen. Ja, ist doch richtig so. So. Die nächste fast weg. Ich hab einen Banditen vor mir. Was bist du denn? Einer will mich ins Visier nehmen. Natürlich will ich das. Und weg ist er. Achso, das war jemand anderes. Achso. Ja, ist schön. Auch gut. Ich finde das immer so toll, dass wir die Funksprüche der Feinde hören. Das ist irgendwie dämlich.
ist denn mit dem drin? Und gut. So, weg mit dir. Darf ich danach die Waffenplattform? Ja, jetzt darf ich die. Oh, jetzt darf ich endlich die Waffenplattform fertig machen. Wo ist die Waffenplattform da? Oder soll ich vielleicht spielen? Ich weiß nicht, welche dann. Kann ich doch noch nicht fertig machen. Ich mache jetzt aber eine andere Taktik. Ich habe Sichtkontakt. Ja. Gut. Ich muss auf die andere. Gut. Die andere zu. Muss da drüben irgendwo sein. Da ist sie. Irgendwann müssen sie ja alle machen. Gut. Die andere zu. Ist da drüben. Drüben. Hä? Ne, vielleicht auch nicht. Soll doch erst die Waffenplattform zerstören. Oh Gott, dann mache ich jetzt den da fertig. Ist mir doch wurscht. So, darf ich jetzt die Waffenplattform weiter kaputt machen? Gute Arbeit. Weiter zum Treffpunkt. So, genug Zeit hier vergeudet. Juni, was wissen Sie über Alaska? Es ist auf keiner Sternkarte. Ich habe nur Gerüchte gehört. Ich auch. Ich weiß nur sicher, dass die Marine ein Sprungtor im Zentrum von Zone 21 hat. Es führt nach Alaska. Alles andere sind Gerüchte oder Spekulationen. Ich habe gehört, die Marine soll dort eine geheime Flotte bauen. Na, das werden wir wohl bald selbst sehen. Walker, sind Sie da? Wir sind unterwegs. Ich sehe keine weiteren. Bestätigt! Wir sind fast beim Treffpunkt. Perfekt. Schön, wieder mit Ihnen zu fliegen, Walker. Danke, Jungo. Es ist viel passiert, seit die Liberty verließen. Aus der einstigen Demokratie wurde eine blutrünstige Militärdiktatur. Meine Crew und ich mussten die zentralen Systeme verlassen. Wir haben die unabhängigen Welten durchsucht und Rheinland-Nachschubdepots zerstört. Seltsames Leben für einen Marine-Berufsoffizier. Es sind seltsame Zeiten. Stimmt, mir nach. Wir benutzen auf dem Weg hinein gefälschte Genehmigungen. Okay. Walker in Zone 21 hineinfliegen lassen. Also das hier ist Zone G. Wie auch immer. Da fliegen wir jetzt hin. Zum Alaska-Sprungtor. Zusammen mit unserem Riesenkonvoi hier. Mine entdeckt. Was entdeckt? Minen? Ja, sehe ich auch. Ganz viele. Soll ich mal einen anschießen? Was passiert, wenn ich einen anschieße? Das wäre mal interessant. Eigentlich müsste eine Kettenreaktion, aber ich vermute ja schon fast, es wird nichts passieren. Weil das einfach nur so ein Spielding ist. Da sind Gegner im Anflug. Alle Einheiten, Waffen aufladen. Beschützt das Sprungtor um jeden Preis! Okay, also ist ein Gegner im Flug und wir wollen mal wieder die Gegner. Also ich nehme jetzt mal den da. Dan Scarlet, du wirst mal. Gehen auf Abfahrtkurs. Trent King, die Gegner angreifen. Ja, okay. Und wehe, jemand hat sich Dan Scarlet rausgesucht. Das ist meiner. Ach du, was für Waffen haben die denn da? Mit den Schiffen im Nacken können wir dieses Tor unmöglich benutzen. Ich werde verfolgt. Natürlich wirst du verfolgt. Ach ja, die haben jetzt diese komischen Waffen. Also da müsst ihr euch gar nicht wundern. Müsst ihr euch gar nicht wundern. Die haben jetzt andere Waffen. Das sind zum Beispiel Waffen, die man vollständig sind. Er hat sie schon alle in seinem einen Account und ich noch nicht mal eine Ahnung habe, wie ich die suchen sollte. Weil ich das Spiel immer nach irgendwas aufhöre. Und das ist natürlich mal wieder so ein krasses Gefecht, aber ich muss mir gerade sagen, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Und ich glaube, das ist das, spätestens das hier ist das Gefecht, wo ich dann irgendwann mal den Cheat angehauen habe, weil ich einfach nicht mehr weiterkomme. Oh, weil ich dieses Gefecht einfach nicht gestartet habe. Man kann sich ja vorher nicht noch aus dem Gefecht rausziehen oder andere Sachen holen. Man muss es ja wirklich schaffen. Hallo! Stehen! Was?
Ja, aber das habe ich ja nicht mehr geschafft. Das habe ich ja nicht mehr geschafft. Hallo? Der Wald ist fast am Ende. Ich beschütze die Batterien. Ja, Gott sei Dank muss ich das Gefecht hier nicht zu doll aus. Weil eigentlich müssten jetzt schon die ganzen Minen hier gut sein, weißt du? So. Und wieder. Toll. Alle Prototypen zerstört. Weitere Gegner im Anflug. Ihr wart alle fabelhaft. Halt Wache, während ich Aurelians Code in das Tor eingebe. Tempo, wir halten kaum noch durch. Ich weiß. So, wo soll ich jetzt hin? Ach ja, sie ist dabei, Codes einzusetzen. Oh. Alter Schwede. Alles klar, das Tor ist entriegelt. Trent, King, Sie zuerst. Meine Leute folgen Ihnen. Ja? Ja? Also, ich flüchte einfach sofort, weil ich das schon mal erlebt habe. Das Spiel, das kann dann auch sein, dass man die Mission, den Einsatz nicht schafft, wenn man nicht sofort geflüchtet ist. Und deshalb flüchte ich einfach. Und wo bin ich jetzt? Ich habe das Sprungtor hinter uns versiegelt. Roger, fliegen raus. Auf nichts feuern! Wir sollten bald beim Gefängnis sein. Walker, dieses System ist doch eine Sackgasse. Wir müssen auf demselben Weg wieder raus. Ich habe keine einfache Antwort, King. Aber wir müssen ohnehin erst Jacoby finden. Es gibt übrigens hier ein Haus. Also ich bin auch schon in Alaska gewesen. Also hier gibt es irgendwo ein Haus. Ich weiß es. Ich bin da schon ganz viel rumgeflogen. Also nur, damit wir mal sehen, wir sind gerade da. Und ich weiß, dass es aus Alaska ein Haus gibt. Oh Gott. So bin ich schon weit vorgekommen. Von meinem Freund sieht das. Vielleicht kann er mir den Account ja mal geben, damit ich mal die komplette Karte mache. Da stimmt was nicht. Schon mal gefunden die haben. Gefängnisstation sollte uns längst anfunken. Das gefällt mir nicht. Die Undock-Ports sind aktiv, aber sonst keine Aktivität. Als wären sämtliche Wachen eingeschlafen. Oder tot. Wir haben keine Wahl. Vielleicht hatten wir ja auch nur Glück. Seitenwaffen bereit machen. Ich docke zuerst an. Trent, Sie danach. Dann King. Allein. Keine Ahnung. Sieht nach einer Falle aus. Ja, du spürst ja. Frau Präsidentin, wie schön, dass Sie wach sind. Reed, was hat das alles zu bedeuten? Das mit Ihrer Schulter tut mir leid. Wir haben Sie so gut es geht behandelt. Er wollte Sie unbedingt unverletzt haben. Wer? Reed, Sie Verräter! Wer wollte mich haben? Der Kanzler! Wie schön, dass Ihnen nichts weiter zugestoßen ist, meine Liebe. Aber die Zeit ist kurz.
Und ich möchte sie nutzen, um meine Saat zu sehen. Irgendeine Idee, wo die Präsidentin sein könnte? Das kriegen wir schon raus. Egal, was passiert, dafür werden Sie bezahlen. Ich verstehe Ihren Zorn, Frau Präsidentin. Mir ging es zunächst auch nicht anders. Aber dann habe ich mich für andere Möglichkeiten geöffnet. Und Sie werden das auch.